So Leute, da sind wir beim nächsten Part meiner Reihe. Wie werde ich ein MTG-Judge? Heute, was ist eine Judge-Konferenz? Eine Judge-Konferenz ist ein Ort, an dem Judges sich treffen, um sich auszutauschen, um miteinander zu interagieren, um auch Freunde nach langer Zeit wiederzusehen, die man vielleicht nicht gesehen hat. Und eben ganz wichtig, meiner Meinung nach, die Fortbildung bzw. auch das Community-Zusammensein der Judges. Mein Name ist Marc, ich bin im Internet als Blacky bekannt und meines Zeichens aktuell laut Aufnahme Level 1 Judge und ich wollte euch meine Erfahrungen in der Judge Academy ein bisschen näher bringen. Deswegen mache ich diese wunderbare Reihe. Ich habe schon Leute gehabt, die gefragt haben, warum machst du das und warum erklärst du das? Und die Leute können das auch auf der Seite selber lesen. Ja, es macht aber nicht jeder und viele wissen es gar nicht. Und da es viele Leute interessiert, dachte ich, vielleicht erreiche ich so ein paar Leute. Auch wenn ich viel gemeckert darüber habe, dass ich manche Dinge vielleicht anders sehe oder einen sehr seltsamen Blick darauf habe oder eben nicht genau erkläre, wie es funktioniert. Weil so ein bisschen Eigeninitiative ist schon was Nettes und eine eigene Meinung auch. Wir sind in Teil 4 dieser Reihe. Wer Teil 3 aufmerksam geguckt hat, hat mitbekommen, dass ich am Ende gesagt habe, dass ich vielleicht, wie werde ich ein Level 2 Judge und was ist eine Judge-Konferenz, tausche. Das ist der Fall, wie ihr hier auch in der Grafik seht. Wie ich schon gesagt habe, das hier ist Teil 4. Habt ihr die anderen noch nicht gesehen? Unten in der Videobeschreibung sind die Links dazu. Schaut euch bitte, bitte, bitte diese Videos an. Sonst macht das hier wenig Sinn. Nicht keinen Sinn, aber wenig Sinn. Die erste Frage ist, was ist eine Judge-Konferenz? Ich habe hier mal einen Auszug aus der Judge Academy-Seite gemacht. Eine Judge-Konferenz ist eine hervorragende Möglichkeit, um seine Kollegen und sich selbst zu helfen, als Judges zu wachsen und voranzukommen. Das ist derselbe Satz, den ich auch am Anfang gesagt habe, nur etwas professioneller. Ebenfalls der zweite Part, der sich da liest. Auf einer Konferenz trifft man alte Freunde, lernt neue Freunde kennen, setzt sich innovativen neuen Judge-Techniken aus, man nimmt an unterhaltsamen Aktivitäten teil und freut sich noch mehr über seine Community und das Judge. Alles, was das sagt, ist eine Judge. Konferenz ist eigentlich dafür da, damit Judges zusammenkommen, Dinge lernen können und Austausch haben über bestimmte Praktiken. Es gibt Judge-Techniken, Praktiken wie das Card-Counting, welche von manchen Judgen gefunden wurden, entwickelt wurden oder ähnliches, was dann eben weitergegeben wird über Generationen von Judges. Das kann eben nur passieren, indem man Workshops macht, indem man Vorträge macht, indem man sich mit anderen Leuten auseinandersetzt und ihnen das auch zeigt und ihnen erklärt. Da Judges doch relativ selten sind in Deutschland, Europa und so weiter und so fort, wenn man die Regionen mal anschaut, muss ich halt sagen, ohne so Konferenzen ist das schwierig möglich. Besonders ist es interessant, da die Judge Academy aktuell in Richtung einer Digitalisierung geht. Ja, Digitalisierung ist in Deutschland vielleicht nicht das, was die Leute hören wollen, weil wir kennen das nicht. Das gibt's bei uns nicht. Aber dazu komme ich gleich noch. Gehen wir zum ersten Mal darauf ein, das Wichtigste, was die Leute direkt als allererstes sehen und hören, wenn sie auf die Judge Academy Seite gehen und dort eben auf den Konferenztab ist, oh mein Gott, Judge Konferenz Promocard. Wenn eine Judge Konferenz von Judge Academy gesponsert wird, erhalten alle Teilnehmenden Promokarten als Aufwandsentschädigung für Hotel, Benzin, Zeit oder ähnliches. Diese Promokarten sind meist zwei bekannte Konferenz-Promokarten, also wirklich zwei Karten, die man kennt, und dann noch zwei der vergangenen Promokarten der letzten zwei Jahre. Somit erhält man ein Paket aus vier Promokarten pro Judge-Konferenz, die eben für gewissen Zeit- und Geldaufwand ein bisschen kompensieren sollen. Nun ist diese Reihe nicht nur dafür gedacht, eben die nächsten zwei, drei Wochen zu überleben, sondern eben auch so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern und euch was zu zeigen und auch ein paar Leuten was zu zeigen, die jetzt auch in zwei, drei Monaten das Ding gucken. Deswegen gehe ich jetzt die Vorortkonferenzen durch. Vorortkonferenzen sind aktuell ausgesetzt aufgrund, naja, man darf sich schlecht mit Leuten treffen und ja, lassen wir das. Bei Vorortkonferenzen kamen beziehungsweise kommen Judges zusammen, um Vorträge über Aspekte des Judgens als Bildungsinstrument zu halten. Was ich ja schon gesagt habe, Judges gehen hin, bereiten Vorträge vor über, wie sieht eine Fake aus, wie gehe ich mit einem Spieler um, der heute nicht gut drauf ist, wie kann ich herausfinden, ob ein Spieler eine Zusatzkarte gezogen hat oder nicht und ähnliches. Vorortkonferenzpräsentationen, geiles Wort by the way, fanden in der Regel in Spieleläden, bei Großveranstaltungen oder auf Kongressen statt. Diese waren Vorträge und Workshops, in denen erfahrene Judges zum Thema präsentiert haben, für die sie eine Leidenschaft haben oder für die sie bekannt waren oder für die sie wirklich etwas übrig hatten. Hierbei geht es eben darum, dass erfahrene Judges ihr Wissen teilen und eben an
unerfahrenere oder sagen wir besser in diesem Gebiet unerfahrene Menschen teilt. Diese Veranstaltungen waren am Anfang anscheinend ziemlich selten, das weiß ich nicht, da bin ich dann schon wieder raus gewesen. Aber diese Veranstaltungen zogen anscheinend eine Menge Teilnehmer an und wurden so zu einem großen Merkmal der kompletten Judge-Welt. Im Laufe der Zeit haben sich Judge-Konferenzen entwickelt, um den Bildungs-, Forschungs- und sozialen Bedürfnissen der Judges gerecht zu werden. Es war dann nicht nur dieses Vortrag, vorne steht einer und hat eine Präsentation vorbereitet und sagt, so erkennt ihr, wie jemand cheatet, sondern es ging eher darum, miteinander zu interagieren, eben Dinge im Workshop herauszufinden oder eben auch die Soft Skills mit verschiedenen Workshops, wie nehme ich einen Judge Call an, wirklich etwas genauer rauszuarbeiten. Jetzt habe ich gesagt, Vor-Ort-Konferenzen sind aktuell ausgesetzt. Dementsprechend arbeitet man aktuell mit Digital Conferences, also die digitalen Konferenzen, also wie aktuell jeder andere in der Welt auch. Diese Konferenzen bestehen für mich zumindest aus drei wichtigen Teilen. Das ist einmal natürlich der Anwesenheitscheck am PC. Für viele etwas lästig, ich sage, ist ziemlich nötig, weil in einer Vor-Ort-Konferenz kann ich sehen, du bist da. Wenn ich aber am PC sitze und einfach nur Namen habe, die im Discord oder im Zoom einfach nur da sitzen und sich gemutet haben und nichts sagen, weil jemand gerade vorträgt, weiß ich nicht, ob derjenige gerade seine Küche am Putzen ist, mit seinem Kind am Spielen ist oder gerade einkauft. Deswegen sind die Anwesenheitschecks am PC meiner Meinung nach ein interessantes Thema, um eben zu schauen, wie bringt man die durch, wie macht man die, ohne dass sie nervig sind, und damit haben wir das Lästige direkt aus dem Weg. Nicht ganz so lästig sind die Programme meistens über Discord, Zoom oder ähnliche Konferenzsysteme bzw. eine ähnliche Software. Die kennt mittlerweile eigentlich jeder und jeder weiß, wie man sie benutzt, und dementsprechend ist es sehr offen. Selbst wenn Probleme entstehen, kann man sehr schnell reagieren und kann dann eben die Konferenz relativ problemlos bisher von allem, wo ich bisher war, weitermachen. Dann haben wir Seminare und Workshops. Das hat sich nicht verändert. Es gibt Seminare, es gibt Vorträge, es gibt Workshops. Man kann sich in der Konferenz meistens in Kleingruppen einteilen, um eben kleine Aufgaben zu erledigen. Man hat Seminare, wo man mit dem Vortragenden etwas mehr interagiert, wie bei einem Vortrag, und eben Fragen auch aus dem Publikum zurückgestellt werden, auch mitten reingeworfen werden können und eben zusammen man ein Konzept entwickelt. Und man hat natürlich die Vorträge. Die Vorträge selber sind meistens Frontalunterricht aufgebaut und, naja, Fragen werden am Ende der Stunde beantwortet. Generell sind die meisten Konferenzen in drei verschiedene Arten eingeteilt. Es gibt die regionalen Konferenzen, die spezialisierten Konferenzen und die Mini-Konferenzen. Auch hier seht ihr gleich, habe ich den Text aus Judge Academy kopiert. Gerade bei den Konferenzen dachte ich mir, ist das mal ganz nett für euch zu sehen, wie das Ganze so ein bisschen aufgeplöscht wird und nett beschrieben wird und was wirklich dahinter steht. Keine Sorge, das passiert normalerweise ja nicht. Die Leute, die die letzten drei Videos gesehen haben, wissen das ja. Regionale Konferenzen richten sich an Judges aus einer bestimmten Region oder aus einem bestimmten Teil einer Region. Sie konzentrieren sich in der Regel auf die Berücksichtigung spezifischer regionaler Bedürfnisse und ziehen häufig regionale Judges aller Stufen an. Dabei geht es zum Beispiel darum, was passiert, wenn man wenig Local Game Stores hat, aber ganz gerne judgen würde, oder man hat einfach ein Problem in einer Region und möchte diese dann klären. Das kann man auf zum Beispiel einer Konferenz machen. Oder man hat eine Community mit sehr jungen Judges bzw. sehr vielen Level 1 Judges, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wo man dann eben genau eher in Richtung Soft Skills und wie nehme ich einen Judge Call an, eher die Seminare strukturiert, um diese Leute dort zu stärken, und geht weniger hin und sagt, ja, dann machen wir das, was ihr die ganze Zeit auch schon macht. Was passiert, wenn man Karte mit X mit Karte Y spielt? Das ist eher nicht so der Sinn hinter einer regionalen Konferenz. Regionale Konferenzen werden häufig in der Landessprache geführt, obwohl dies von der Vielfalt der Region natürlich abhängt. Es gibt natürlich Regionen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Gebieten, wo eben teilweise Italienisch, Deutsch oder Ähnliches alles zusammen gemischt gesprochen wird, dementsprechend muss man das hier auch mal anpassen bzw. auch angeben später. Regionale Konferenzen können eine- oder mehrspurige Konferenzen sein. Da das Ziel darin besteht, das Zusammenkommen von Judges zu unterstützen, sollte der Veranstaltungsort für eine Regionalkonferenz mindestens 75 bis 100 Personen aufnehmen können, wenn nicht sogar mehr. Das klingt nach einer Menge Leute. Und das sind eine Menge Leute. Je nach Region kommen wahrscheinlich nicht annähernd so viele Leute. Eine regionale Konferenz ist eben keine Mini-Konferenz, wo man sagt, hey, wir setzen uns zu 10 zusammen und finden eine Lösung für ein Problem oder machen so eine kleine Gruppenkuschelei. Eine regionale Konferenz ist auch etwas Größeres. Es ist keine überregionale, aber die Region, wenn ihr das mal googelt, alleine Region NRW, ist schon ziemlich groß. Hier geht es hauptsächlich darum, dass eben man
nicht nur einen Track aufbauen kann, sondern wenn man weiß, dass mehrere Leute kommen oder sehr viele Leute kommen, man eben hingehen kann und kann sagen, okay, auf der einen Track läuft dann eben für die unerfahrenen Judges die ganzen Soft-Skill-Tracks. Auf der anderen Seite haben wir einen puren Hard-Skill-Track, wo man eben nochmal ein bisschen seine Fähigkeiten testen kann, beziehungsweise eine Art von Quiz haben kann. Das Ganze braucht natürlich Platz, das Ganze braucht Raum, das Ganze braucht Leute, die das bewirtschaften und bearbeiten können. Darum müsst ihr euch kümmern. Ich habe das hier mal eingepackt, damit ihr wisst, in welchen Regionen wir uns hier bewegen. Regionale Konferenzen können Judges aus der Region priorisieren, sollten jedoch keine Einschränkungen haben, außer eben eine feste Obergrenze. Hierbei geht es darum, dass niemand ausgeschlossen wird, sondern vielmehr darum, eben hinzugehen und zu sagen, ja, wir nehmen eher Leute aus unserer Region und nicht vielleicht aus Tschechien. Aber wenn die Leute bereit sind, aus Tschechien hierher zu fahren, warum sollen sie nicht an meiner Konferenz teilnehmen? Kommen wir zu den spezialisierten Konferenzen. Spezialisierte Konferenzen sind kleiner und haben ihre eigenen spezifischen Regeln. Sie können sich auf Level 3, Level 2 Plus oder andere Judge Level beziehen. Hiermit kann man halt beschränken, dass zum Beispiel keine Level 1 an dieser Konferenz teilnehmen. Oder man kann eben diejenigen, die im Level 2 oder Level 3 Aufstiegsprozess sind, in eine Konferenz einladen, oder man geht eben hin und sagt, diejenigen, die an einer fortgeschrittenen Zertifizierung arbeiten oder diese anstreben, können sich halt für diese Konferenz bewerben, oder es geht um andere spezialisierte Gruppen. In diesem Atemzug möchte ich zum Beispiel das Digital Judging nennen, wo man eben sagen kann, okay, wir haben hier eine Konferenz, da geht es um das digitale Judging. Es gibt Grundsätze, die man für das Digital Judging haben muss, die findet ihr hier. Wenn ihr die gemacht habt, dürft ihr an der Konferenz teilnehmen. Dann kommen wir zu den Mini-Konferenzen. Mini-Konferenzen richten sich an Judges aus einer kleinen Untergruppe einer Region. Zum Beispiel, wenn ihr in eurer Großstadt mit 10 Judges einfach ein Problem habt, in dem Einladen zum Beispiel die Leute betrügt. Die Mini-Konferenzen richten sich hauptsächlich an die Bedürfnisse eines sehr kleinen Gebiets und sind kleiner als die Regionalkonferenzen. Diese Mini-Konferenzen sollen wirklich dafür da sein, um schnell auch mal kleinere Probleme oder eben, wie ich auch schon angesprochen habe, wenn ihr eine Judge-Gruppe habt, die sehr klein ist, sehr unerfahren und ähnliches und dieses nicht sich über eine ganze Region ausbreitet, sondern eben in einem kleinen Raum, in einem kleinen Landkreis oder ähnliches unterwegs ist, kann man dort eine Mini-Konferenz veranschlagen. Diese Konferenzen werden häufig in einer Landessprache durchgeführt. Sie haben in der Regel zwischen 20 und 50 Judges anwesend. Ja, und Mini-Konferenzen konzentrieren sich in der Regel auf Level 1 und Level 2 Judges, setzen lokale Judges als Moderatoren ein und helfen den Judges, andere lokale Judges in ihrer Region zu treffen und kennenzulernen. Großes Thema dabei zum Beispiel, die Level 2 Plus Assortment zu bekommen, wenn es darum geht, Level 1 zu werden, ist zum Beispiel oftmals, wo kann ich die Leute überhaupt treffen? Auch Anwärter oder ähnliche können auf Mini-Konferenzen zugelassen werden und können eben dort vor Ort sein, um andere Judges zu treffen, um sich ein bisschen in die Community schon einzufühlen und vielleicht jemanden zu finden, mit dem sie darüber reden können, wie sie ihr Level 2 Endorsement bekommen. Hierbei ist es auch so, dass Moderatoren oder eben Vortragende und ähnliches meistens aus der Region kommen und auch Leute in der Region ansprechen, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Mini-Konferenzen sind eher Vor-Ort-Konferenzen und nicht als gesponserte Online-Konferenzen gedacht. Jetzt kommt ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Wer kann eine Konferenz abhalten? Jeder. Jeder verifizierte Judge. Ansonsten könnt ihr es nämlich nicht anmelden. Ansonsten könnte es tatsächlich jeder. Es gibt hierbei aber keine Levelbeschränkungen. Ihr könnt Level 1 sein, ihr könnt euch einen zweiten Level 1 dabei holen, der das mit euch organisiert. Ihr könnt einen Level 2er fragen, der schon sehr viel Erfahrung hat, eine Konferenz zu machen, ob er euch helfen möchte oder ähnliches. Ihr könnt das auch ganz alleine auf die Beine stellen, das ist gar kein Problem. Ihr könnt Level 2 sein, Level 3 sowieso. Dementsprechend sind diese Richtlinien, was ihr erreicht haben müsst, um eine Konferenz machen zu können, nicht vorhanden. Wie ich ja schon gesagt habe, das Einzige ist halt die Verifizierung des Judges, also dass man ein verifizierter Judge ist, weil gesponserte Konferenzen müssen bei der Judge Academy geprüft werden und damit müsst ihr zumindest mal in der Judge Academy vorhanden sein. Dann kommen wir zu dem anderen Thema. Wie plant man eine Konferenz? Eine Konferenz ist relativ einfach aufgebaut zum Plan. In der Theorie, in der Praxis gibt es ein paar Kniffe und ein paar Probleme, über die ich auch schon mit anderen Judges geredet habe und die ich von anderen Judges auch schon erfahren habe, die ich euch mit euch teilen möchte. Das erste ist die Konferenzdetails ankündigen. Das zweite, Vortragende und Inhalt suchen. Das dritte, Konferenzablauf planen. Das vierte ist Feedback holen. Hier nochmal zusammengefasst in einer Folie. Und auf diese Sachen gehe ich jetzt etwas näher ein. Die Konferenzdetails ankündigen bedeutet, man kündigt an, an welchem Tag die Konferenz ist, von wann bis wann diese Konferenz geht, wie man sich registriert
ob die Konferenz Promo-Supported ist oder nicht, weil nicht jede Konferenz muss oder ist Promo-Supported. Ihr könnt natürlich auch eine Mini-Konferenz abhalten, die nicht von Judge Academy supported ist, wo ihr einfach nur Dinge bereden möchtet. Gar kein Problem. Ihr solltet ankündigen, wenn ihr schon Vortragende und Vorträge habt. Solltet aber, gerade wenn ihr noch keine Vortragenden oder Vorträge habt oder sehr wenige, noch eine Vortragsbewerbung einführen, damit eben Leute sich auf diesen Vortrag bewerben können. Und ihr solltet natürlich nicht vergessen, hinzuschreiben, auf welcher Sprache das Ganze abgehalten wird. Dann sucht ihr Vortragende und Inhalt. Und hier wird es schon wieder knifflig. Man kann oder meiner Meinung nach sollte sich bereits vor der Ankündigung der Konferenz mit der Rekrutierung von Moderatoren und Konferenzleitern und Vortragenden und sonst was auseinandersetzen und damit schon mal auf jeden Fall beginnen. Es ist gängige Praxis, einfach einen Aufruf an alle zu machen, dass Interessenten sich melden sollen. Man kann jedoch auch einzelne Judges heraus sich picken und sich an sie wenden, die auf ein bestimmtes Thema spezialisiert sind oder als qualifizierte Moderatoren bzw. Vortragende bekannt sind. Der Inhalt der Konferenz und der Seminare sollte mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung festgelegt werden. Das ist halt eher, damit die Leute sich darauf vorbereiten können, wofür sie sich darauf bewerben oder halt wirklich noch die letzten Leute, okay, das ist doch interessant und das Thema möchte ich mitnehmen, da bewerbe ich mich. Dann geht es darum, den Konferenzablauf zu planen. Das ist gerade mit Online-Konferenzen und Vor-Ort-Konferenzen bisschen verschieden und doch erschreckend ähnlich. Man sollte seine endgültigen Themen und Vortragenden wirklich einplanen, schauen, wer wann in welchem Ablauf am besten seine Seminare bzw. Workshops hält. Jeder Workshop, jedes Seminar sollte 40 bis 50 Minuten dauern. Man sollte allerdings 60 Minuten pro Sitzung mindestens einplanen, weil 40 bis 45 Minuten pro Präsentator. 5 bis 10 Minuten Pause und nochmal so 10 Minuten für Fragen. Und meiner Meinung nach sollte man auch für Probleme, wie zum Beispiel Tech-Probleme, noch ein paar Minuten mehr einrechnen. Am Anfang und Ende der Konferenz sollte man dem Organisator und dem Moderator etwas Zeit für einleitende und abschließende Worte geben. Wenn ihr eine Konferenz organisiert, solltet ihr am Anfang euch hinstellen und sagen, hallo, ich bin der, ich habe die Konferenz gemacht, das erwarte ich, ich hoffe, ihr habt Spaß, das ist unser Ablauf, das sind unsere Pausen, so habt ihr einen Anwesenheitscheck oder das müsst ihr noch machen oder bitte, bitte, bitte am Ende das Feedback ausfüllen, dazu kommen wir gleich. Und hier ist der erste Vortragende. Auch wichtig, was manche Leute vergessen, man sollte eine Mittagspause einfügen, wenn man eine relativ lange Konferenz hat, weil niemand sitzt gern 8 Stunden am Stück ohne Mittagessen da und versucht was zu lernen. Dann kommen wir zum angesprochenen Feedback einholen. Es ist wichtig, Feedback einzuholen, um das nächste Mal eine bessere Konferenz vorzubereiten und diese zu planen. Außerdem hilft Feedback meistens den Präsentatoren, über ihre Präsentationsfähigkeiten nachzudenken und eben Fehler oder Ähnliches zu sehen oder eben Sachen beizubehalten, die besonders gut waren. Hierbei ist es wichtig, dass auf jeden Fall irgendwo eine Art von Kommentarfeld dabei ist, wo Leute was reinschreiben können, ihre eigene Meinung setzen können und sie eben sagen können, das fand ich besonders gut, das fand ich besonders schlecht und auch nicht nur an die Präsentation denken, sondern eben auch an die Konferenz im Allgemeinen. Auf der Judge Academy Seite gibt es eine Vorlage dazu, könnt ihr nutzen, müsst ihr aber nicht. Und dann kommt nochmal die zweite Frage. Wer kann denn Präsentator werden? Auch hier jeder. Verifizierter Judge oder in diesem Fall auch Experte. Wenn ihr zum Beispiel einen Workshop machen wollt darüber, wie man mit einem Local Game Store eben interagiert und mit diesen in Verbindung tritt oder eben diesen Personen mal die andere Seite des Judgings zeigen wollt und die dann vor Ort sind und euch erklären, wie zum Beispiel auch ein Event ihrer Meinung nach abläuft und wie das ganze Vendor-System dahinter läuft oder ähnliches, dann sind das Experten, die eben auch einen Vortrag halten können. Ich habe jetzt das Thema genommen, auch wenn es nicht ganz passend ist, aber es gibt auch andere schwerwiegendere Themen, wo dann Leute von außen gehypt geholt werden. Die lasse ich aber jetzt mal beiseite. Auch hier gibt es keine Levelbeschränkungen, es gibt keine andere Richtlinien an Präsentatoren, was ihr mindestens haben müsst oder gemacht haben müsst. Ihr solltet euch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und Ahnung darüber haben, was ihr da erzählt. Aber ansonsten kann das eigentlich jeder. Natürlich, wenn ihr einen Experten habt oder einen Judge, der für eine gewisse Sache sehr bekannt ist, sollte man diesen auf jeden Fall selber anschreiben und sollte dort eben schauen, dass man da die Präsentationssuche etwas einschränkt. Präsentatoren bekommen im Durchschnitt nochmal eine weitere Kompensationspack eben für ihren Aufwand, die Präsentation vorzubereiten und auch zu halten. Das war's mit meinem kurzen Einblick in das Thema Judge Conferences. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ihr seid ja fleißig schon am drüber reden und mir auch schon Nachrichten am Schreiben, was natürlich auch geht, über Discord, Facebook, Instagram oder ähnliches. Darüber freue ich mich tatsächlich auch, weil es kommt relativ gut an bei euch.
und deswegen freue ich mich umso mehr. Wir haben also das Video Was ist eine Judge-Konferenz abgeschlossen und sind hier am Ende des Videos. Als nächstes kommt, wie versprochen, das Video Wie werde ich ein Level 2 Judge. Hier meine Quellen, wie immer etwas profan und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.